Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Chaos of Deponia hier. Leopardenmodus gibt es wirklich? Was ist bitte der Leopardenmodus? Na egal, hier in Schlimmis Playground. Soweit ich mich erinnere, bin ich in Isla Porta, glaube ich. Das letzte Mal habe ich hier mit diesem Stinky-Typen gesprochen. Jetzt, ja, Feuer habe ich mir schon genommen. Jetzt werde ich erstmal mit Gohl sprechen. Mal gucken, was sie zu diesem neuen Ort sagt. Ich weiß hey, auf jeden Fall noch. Gohl, alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja, nicht wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Ha, genau. Ja, ich brauche auf jeden Fall was zu essen, damit ich bei ihm gegen den Regenschirm tauschen kann. Und dann habe ich schon mal eine Sache mehr für den Sendeturm, den ich ja irgendwie reparieren soll. Was stinkt hier eigentlich so? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Gohl. Arme, naive Gohl. Er hat sowas von keine Ahnung. Wer wohl in diesem Zelt da drüben wohnt? Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Einbildung ist auch eine Bildung. Keine Spur von Donnergol. Keine Spur von Donnergol. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Der ist gut. Na, weiter geht's. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Das hört man doch gerne. Dann wollen wir mal hier rein. Zu dem Magier. Oder Hellseher war das, glaube ich. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Wenn er nichts dagegen macht, obwohl er es weiß, dann ist es selber schuld. Bist du so eine Art Hellseher? Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Du machst jetzt also Partnerberatung. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach komm schon, verrat mir die Zahlen. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Verdammt. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft
ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Ja. Warum wohnst du in einem Zelt? Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ich will deine Bananen nicht. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ich will die wirklich nicht. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig, füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ja, dann störe ich mal nicht länger. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Klugscheißer. 3, 2, 1. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Ich will aber nicht. Außerdem ist es doch kein Diebstahl, wenn er mir sagt, dass ich sie nehmen soll. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Nix da. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand. Obwohl die schon sehr nützlich aussehen. Na los, ja, nimm sie. Greif zu. Nein. Ach, komm schon. Na, geht doch. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Dann dürfte es ihr ja nichts mehr geben. Und ich kann zurück zu dem Stinkern und mir den Schirm abholen. Schön gegen Essen eintauschen. Na komm, ein bisschen schneller geht's auch wohl noch, oder? Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Männer essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Verdammt. Ja, ich habe aber keine Schuhe. Und ich will den Schirm. Mann, geh ich da mal rein. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Vielleicht kann man sich damit schneiden. Ich sehe hier gar keinen Auspuff. Zu schade. So ein kleines Banane im Auspuffmanöver ist immer für einen Lacher gut. Banane im Auspuff, das bringt mich auf eine Idee. Auf der anderen Insel, Isla Obach, glaube ich, war ich sie. Da konnte man ja... da war ja so ein Generator mit dem Auspuff. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Leerer Tank. Kann ich ihn anzünden? Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Nein, er ist leer. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Am besten mit offenem Feuer, ja. Mit Bananen. Bananen kommen mir nicht in den Tank. Man steckt sie in den Auspuff. Ah, tut mir leid. Hätte ich wissen müssen. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Die Turbine läuft mit Dieselöl. Ich habe aber kein Dieselöl. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha. Viel Glück. Ein Klopfzeichen beginnt mit einem Buchstaben. Nein, nicht überspringen.
Nein, nicht überspringen. Ich möchte mal kurz zurück. Ich muss mir ja hier noch das Glockzeichen. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon angucken. Wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Plus, minus, plus. Okay, nochmal versuchen. Was kann ich hier alles berühren? Hä? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Plus. Ich kann hier nur an die Tür klopfen. Das ist dreimal klopfen. Das war's nicht. Hä? Jetzt muss man hier mal den Sinn verstehen. Falsch. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Hier ist doch nichts anderes, was ich anklopfen kann. 2, 3. Falsch, aber falsch. Verdammt. Da habe ich gerade eine Idee. Ich kann hier zweimal, dann nehme ich den einmal. Nee, das geht auch nicht. Falsch, aber falsch. Verdammt. Mist, Mist, Mist. Ich dachte eigentlich zweimal klopfen, einmal klopfen, zweimal klopfen. Wegen Plus, Minus, Plus. Anzahl der Striche und so. Da wird's einfach nur gelöscht. Knock. Falsch, aber ach, falsch. Ja, falsch, falsch, falsch. Wie soll ich drei Zeichen klopfen, wenn ich nur zweimal klopfen darf? Plus, minus, plus? Dafür hat Doc leider noch fauler Sack. Ja, genau. Doc ist faul. Kann man das vielleicht irgendwie drehen dann? Vielleicht klopfen, okay. Ah ne, so kann ich nicht bestätigen, dass da gar nichts ist. Verdammt. Ach, jetzt kann ich auf einmal doch mehrmals klopfen. Falsch. Falsch. Verdammt. So. Ich möchte jetzt zweimal klopfen. So. Einmal klopfen? Wieso bricht das jetzt schon wieder ab? Das ging doch eben auch dreimal. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Ach, ich glaube, sobald ich falsch bin, mit den Anzahl des Klopfdingern da, bricht dir das automatisch ab. Denke ich mal. Wäre zumindest logisch. Beim ersten Mal scheint er das zumindest noch nicht zu machen. Ein Klopfer war auch falsch. Falsch, 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 ich weiß. Klopf. Klopf. Dreimal hatte ich, glaube ich, vorhin. Nee, das war auch falsch. Hatte ich viermal geklopft vorhin? Aber vielleicht ist die Theorie auch falsch, aber... Klopf. Mach ich jetzt mal vier. Na, ist auch falsch. Dammig. Falsch, aber falsch. Verdammt. Das Ganze laut sein, Rufus. Bei diesem Spiel muss ich nochmal kurz nachdenken, denn ich bin an meinen 15 Minuten. Dementsprechend ist die Folge vorbei. Man sieht sich in der nächsten Folge hoffentlich mit der Lösung des Rätsels. Also, bis dann und bye bye.